Wir sind zurück bei Let's Drive Drive Club The Road Must Go On. Ja, und jetzt werden wir uns doch mal richtig schön an die letzten 45 Sternchen vom Pace Setter ranwagen. Also, ich hol schon mal die Karre. Was zum Geier? Okay, keine neuen Autos. Okay, außer er hier. Der scheint neu zu sein. Der sagt mir jetzt gerade erstmal nichts. Was haben wir hier noch? Das scheint auch das zu sein. Na toll. Okay, jetzt wissen wir, warum es keine neuen Autos für dieses DLC gab. Tja, dann setzt euch schon mal gespannt mit eurem Sandwich und einer Kohle in der Hand schön in den Mini Cooper. Ich hole mir noch mal ein bisschen Selbstvertrauen, um diese Karre zu fahren. Obwohl, so schlimm ist er eigentlich gar nicht. Ist in der Kompaktklasse eigentlich ein sehr gutes Auto. Tja. Und das bei dem Wetter. Also, sehr schön, ihr habt euch schon auf den richtigen Platz gesetzt. Dann fangen wir mal an. Ich freue mich, dass ihr wie immer dabei seid. Tja, eine Hot Lap. 1 Sekunde und 26 Sekunden. In geschmeidigen 96 Sekunden müssen wir jetzt hier durchpacen. Ja, die Strecke sind wir doch schon mal gefahren mit der Kompaktklasse. Da kommt uns doch sehr bekannt vor, die Japan-Strecke hier. Und jetzt fahren wir so rückwärts. Ist also schon mal ein bisschen fake. Kein neues Rennen, einfach nur das alte rückwärts. Ich glaube, beim letzten Mal sind wir mit dem Golf gefahren. Haben das versucht, hat es auch nicht geklappt. Aber dann haben sie dann auch auf dem Mini umgestiegen und schon hat das dann nämlich geklappt. Und damals sind wir, glaube ich, auch 1,26 mussten wir fahren. Oder wir mussten sogar 1,36 fahren, weiß ich gar nicht. Jedenfalls schon mal eine kleine Mogelpackung. Ich weiß ja, warum die für das DLC kein Geld verlangen. Evolution Studios. Ihr habt es mit euren Kunden, ne? Zuckerbrot und Peitsche. Ein gutes, klasse DLC. Mit ein paar schwierigen, unfairen Herausforderungen. Und dann kommt er mir hier einfach mit einer Raubkopie in spiegelverkehrten Design. So, jetzt kommen wir aber mal hier rum. Dieser Tunnel ist so krass, man. Erst fährst du komplett ins Dunkle und jetzt wieder hier, wieder raus in Zelle. Blindflug, wenn du nicht wüsstest, dass du hier nach links musst. Ich hätte ein bisschen Panik. So, und das Schöne ist, wir haben auch hier komplett Aquaplaning. Das ist schon gar nicht mehr hier einfach nur Pfützen. Das ist schon weitaus mehr. So, den ersten und zweiten Stern haben wir. Aber der dritte Stern wollte nicht. Da müssen wir nochmal 2,4 Sekunden schneller werden. Und das probieren wir jetzt einfach mal. Wo ich eigentlich schon wieder gar keinen Bock habe, dieses Ding jetzt zu fahren, weil es einfach das gleiche ist, was wir schon mal gefahren sind, nur rückwärts. Ja, das hört man schon. Ist also egal. Okay, läuft da ganz gut. Jetzt muss ich nur ab und zu noch mal den blöden Track links und rechts der Strecke nicht mitnehmen. Das ist hier ein weitaus besseres Rennen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Tja. Der fährt uns ein bisschen weit weg. Ah, die Katze. So, erstmal die Ecke wieder mitgenommen. Ich würde mir unglaublich gerne das Design mit dieser Katze holen. Für die PlayStation. Allerdings wollen die dafür Geld haben, die Schweinebacken. Und das ist noch angeblich dynamisch. Ja, am Arsch ist das animiert. Verzeiht. Ich reg mich nur mal drauf auf, wenn mich jemand versucht abzuzocken. So, jetzt aber hier mal richtig Butter bei die Fische. Muss ich den Schluss mal besser hinkriegen. Nase mal jucken hier, während ich Gas gebe. Das heißt wieder mit dem Controller fast im Gesicht. Tja. Wo wir in jedem einzelnen Part schneller waren und uns sogar um 1,5 Sekunden verbessert haben, hat es nicht gereicht. Es hat einfach nicht gereicht. Also wenn wir diesen Trend so weitermachen und uns immer wieder mehr verbessern, müsste jetzt eigentlich die Theorie besagen, dass wir jetzt das schaffen müssten. Tja, ich bin mal gespannt, ob das auch so alles stimmt. Ja. Tricky, aber... Ja, der überholt uns, verdammt. Ich wollte gerade sagen, so schön hätte es klappen können. Aber der Computer, der gibt hier einfach nur Gas. Ich wette auch nicht mal, dass der Bremsen tut.
Der wird einfach... Ja, der wird einfach nur vom Gas gehen. Sollte es nicht klappen, probieren wir das auch mal aus. Okay, knapp, aber knapp. Oh, zieh rum! Oh, da war die Kante. Und die hat uns mal richtig gegengehauen. Tja, und das war's für die Runde. Tja, das war's für die Runde. Aber ich muss sagen, ich freue mich auch ein bisschen, dass demnächst noch ein DLC für Drive Club rauskommt. Also eins kann man den Jungs echt nicht nachsagen, dass sie sich nicht um das Spiel kümmern. Die supporten echt. Aber naja, wir hatten bis jetzt 4 gratis Add-ons. Ist okay. Für das Verhältnis kostenpflichtig und umsonst mit DLC kann man sagen, das Verhältnis ist völlig okay. Und vor allen Dingen, dass man die ganzen Erweiterungen nachgereicht bekommt. Der Wiederholungsmodus ist ja jetzt die letzte Erweiterung. Und ist eine schöne Sache auf jeden Fall. Aber das habe ich euch ja schon vor ein paar Tagen erzählt. Wow. Dass es das Spiel ja sozusagen endlich das ist, was uns versprochen wurde. Auch wenn es grafisch jetzt nicht top ist, ist es aber noch lange nicht flop. Sieht immer noch wunderschön aus und das, oh, das Level-Design. Das hat ja wirklich Level-Design eine glatte 1. Also die Jungs, die sich die Maps ausdenken, die haben wirklich Bestnote verdient. Oh, hier, siehst du? Ich voll vergessen, dass es eine Rechtskurve ist und schon fährt jetzt die Zeit an uns vorbei. Jupp. Habe ich mir gedacht. Tja, jetzt habe ich es versammelt, dass ich die Kante da mitgenommen habe, sonst hätten wir es bestimmt geschafft. Ah, dieses Aquaplaning, Mann, das ist so eine blöde Erfindung bei dem Spiel. So, wir haben uns nochmal versucht. Jetzt sind wir nur noch 0,4 ran an die Zeit. Langsam sehen wir schon was. So, jetzt werde ich mal einfach so gut wie gar nicht mehr bremsen. Ich gehe einfach nur noch vom Gas und lasse mich rausrutschen. So, hier muss ich ein bisschen bremsen, da bin ich einfach viel zu schnell und das hätte ich auch mal schon viel früher machen sollen mit dem Bremsen. Nee, läuft ganz gut, läuft ganz gut. Ach, das ist unser Geist, der da vorne ist. Ich wollte gerade sagen, Alter. Kann auch gar nicht sein, dass der uns überholt. Okay, war mal ein Tick langsamer, aber nur als unsere Zeit. So, hier ziehen wir den lang. So, jetzt bringe ich ihn nach Hause. Da ist der Computer. Läuft doch. Aber ich muss sagen, auch wenn das hier ein relativ langweiliges Rennen ist, muss ich gestehen, macht es trotzdem Bock, weil es einfach... Es ist einfach schön schwer. Und die Kraft drückt mich raus, drückt mich in die Wand, aber ich schaffe es noch, die Kurve zu nehmen. Aber jetzt beschleunigt uns der Geist raus. Das ist schlecht. Da ist er. Ja, und hier bleibt mir jetzt nur die Qual der Wahl, dass ich hier mit Vollspeed irgendwie durchkomme. Aber macht er nicht. So. Jetzt wird's interessant. Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Da beschleunigt er uns raus. Er beschleunigt uns raus. Beschleunigt uns raus, der miese Sack, Alter. Guckt euch das an. 051. 051, das ist gar nichts. Schluss wieder ein bisschen Mist gebaut. So. Komm, zieh rum. Ja, kommt gut. Das war gut, das war sehr gut. Ziehen wir nochmal ein bisschen rum. Yes. Wir waren mal schneller in den Sektor. Sehr schön. Wer hätte denn das mal gedacht, dass wir das mal schaffen? So, zieh rum, Keule. Wo ist unser Geist? Da ist er. Und der kommt auch ziemlich weit hin. Das sah gerade aus, als wenn hier der Turm an der Straße ein bisschen rausgekommen wäre. Ich muss auch sagen, ich finde das sehr gut, dass sie das alles hier sehr originalgetreu nachgebaut haben, diese Strecke. Wow, Alter, das war knapp. Bisschen weiter links und es hätte gescheppert. Mist. Bisschen mehr vom Gas gegangen, dann hätte ich es geschafft. So, da kommt er, der beschleunigt wieder. Der nimmt diese Kurve so perfekt in dem Tunnel, das hätten sie echt mal besser machen können. Das ist ein schwerer Part. Once apart a time! Ah, nein, Alter, du...
Komm, wir fahren nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will euch auch nicht länger quälen und eure Zeit stehlen. Scheiß drauf. Seht ihr, das fängt gut an. Wir haben so schön gestern das Lamborghini-DLC beendet. Dann haben wir erst gegen Ende die Sterne nicht geholt. Ja, ja, wir haben Stern geholt. Interessiert keinen. Und jetzt geht's traurig, aber wahr, geht's weiter. Tja. Mal gucken. One, two. Ein Einer und ein Zweier. Tatsächlich, ein Zweier. Und hier ist der Einer. Tja, was ist besser? Handling, Höchstgeschwindigkeit. Ich würde bei ihm nehmen. Den Einer sind wir länger gefahren. Aber warum machen die jetzt sowas Langweiliges? Wir sind gestern und auch generell die schnellsten Maschinen gefahren, die es momentan auf diesem Globus gibt. Und jetzt dürfen wir uns schon wieder mit der Kompaktklasse rumschlagen. Ehrlich? Das hätten sie andersrum machen sollen. Pacer hätte das erste DLC sein sollen. Und so das zweite hätte dann... Ah, da vorne ist Alfie. Und das zweite Add-on hätte das schnellere Add-on sein sollen. Dass man denn so sich ranarbeitet. Wie auch der Story-Modus war. Oder was halt der Kampagnen-Modus hier. Dass man sich ja auch mit den kleinen Kompaktautos abgegeben hat. Wow, rutscht uns der Hintern weg. Ja, das war Ding was luftanfälliger. Und ja... Dann fährt man schön die schnellen Karren am Schluss. Würde weitaus sinniger machen. Ja, ich habe noch... Die ganze Woche habe ich jetzt schon einen emotionalen Flash von der Geschwindigkeit. Und jetzt bremsen die mich hier so ab, Alter. Ich werde richtig hibbelig. Ich bin das gar nicht gewohnt, so langsam durch die Kurven zu fahren. Boah, was war denn das, Alter? Da darf ich aber überhaupt nicht vorbeifahren, um dieses Kurvenduell zu gewinnen. Okay, mindestens Zweiter. Ist auch mal eine Hausnummer. Eine schöne Ansage. So, Alfie, verpiss dich. Ich hasse dich. So, Alfie, ja, hast du jetzt deine Strafe? Sergio. Rios. Boah, Alter, der rutscht schon so weit. Ich glaube, ich hätte doch den Einer nehmen sollen. Hau ab, Alfie. Ja, das ist ganz schön driftlagig, der Junge hier. Wir brauchen Beschleunigung, Mann. Es geht so oft bergauf. Wir brauchen einfach die Beschleunigung. So ist es eigentlich schon die bessere Wahl. Okay. Keine Chance. Wie muss ich denn da 2700 Punkte reißen? Wie schnell soll ich denn da fahren? So, viel wichtiger ist... Ach, wir haben 5 Runden. Na dann, Alter. Dann ist ja okay. Ich dachte schon, wir haben hier nur 3 Runden. Da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. War das gerade Funken oder war das Laub? Aber Laub ist hier nicht, das waren wohl Funken. Oder war das wieder Lametta? Okay, komm schon. Jetzt aber hier. Yes! Ganz knapp, aber wir haben's. So, jetzt müssen wir nur noch mal die Gesamtzeit schaffen. Ich glaube, das schaffen wir auch. Auf jeden Fall müssen wir noch 4 Plätze gut machen. 4 Plätze müssen wir noch gut machen. Das heißt, die 3 Pfeifen hier müssen wir auf jeden Fall auch noch knacken. Wo ist er denn hier? Ria. Sagt mir ja gar nichts, der Typ. Hey, der hat das Motiv vom Falken. Von Falken Racing. Oder hier den Reifenhersteller Falken. Ja, sieht cool aus. Ja, so haben sie doch. Sind die anderen Dinger bestimmt auch irgendwelche Rennteams? Haben sie abgekupfert. So. Gleich haben wir die letzte Runde. Dann muss ich jetzt aber mal noch einen Platz gut machen. Okay, fährt nach vorne. Laura. Ach, Laura, du wirst mir doch den. Du bist doch lieb. Du schenkst mir doch deinen Platz, nicht wahr? So. Fängt es stärker an zu regnen oder nieselt es die ganze Zeit so? Boah. Komm schon. Wow, Kurvenstrafe. Naja, jetzt können wir die Zeit vergessen. Jetzt können wir die Zeit vergessen und den zweiten Platz. Tja, wird wohl auf einen Neustart hinauslaufen.
Oh, guck mal, der hat Auszeichnungen drauf, das Rennteam. Seht ihr das? Der hat so Sticker. Oh, lass mich doch mal hier rein, Junge! Was ist denn los mit dir, du scheiß CPU? Lass mich doch mal da rein. Drängt der mich nach außen, dass ich langsamer fahre? Nee, komm. Schaffe ich weder von der Zeit noch von der Platzierung her. Hör zu, vier Lopez ist hinter uns. Alfie, du gehst mir tierisch auf den Sack, Alter. Wenn ich eine Knarre, um dir die Reifen platt zu schießen, Alter, ich würde es tun. Oder so Road Rash mit einem Baseballschläger erstmal voll auf den Helm hauen. So, usch. Da wollte ich ein bisschen zu eng ins Feld stechen. Oh, läuft ganz gut, läuft ganz gut. Ey, das darf nicht wahr sein. So knapp, Alter. Ich muss noch schneller diese Passage nehmen. So, und schon haben wir doch hier was geklärt, mein Lieber. So, lass mich mal durch, Laura. Laura, bitte. Bitte. Boah. Komm schon. Ich mache jetzt hier einen auf Action Jackson. Ah, guck mal, Ted Brooks ist auf Platz 1. Hallo, Ted, Junge. Lange nicht gesehen. Und der wenigen guten Fahrer, obwohl ich mich schon oft über ihn aufgeregt habe, dass er auch manchmal ab und zu unfaire Sachen macht. Wer ist einer von den Leuten, die am unfairen Sachen machen? Am wenigsten macht er davon. So, wie drückt mich hier nicht aus, Alter? Ich brauche diese Punkte. Okay. Läuft ja ganz gut. So, jetzt muss ich hier doch mal bitte die Punkte kriegen. Komm, 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 komm. Juhu! Sehr schön. So, jetzt fahren wir das Ding ganz geschmeidig nach Hause. Mit 4 Minuten 10 muss ich knacken. 4 Minuten 9 wäre mir schon recht. Ja, wir haben noch Zeit zu aufpassen. Hast du gerade. Oh, bei der Bremsung verpasst. Weil ich die Hand an der Bremse nicht hatte. Boah, wir ufern aus, Junge, mit unseren weitschweifenden Kurven. Aber. So, jetzt muss ich aber mal kurz hier Nase jucken. Okay, ja. Okay, das ist gut. Okay, weiter. Ist Allergie, Alter. So. Bin ich eigentlich gedopt, weil ich die ganze Zeit voll getrönt bin mit Medikamenten für meine Allergie? Nee. So entspannt, wie ich momentan bin, bin ich eigentlich eher gehandicapt. Das wird sein. Es liegt an den Tabletten, warum ich so schlecht fahre. Ne? Ausrede Nummer 1. Immer die Schuld bei anderen suchen. Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt's an der Basehose, sag ich immer. Komm schon. Na toll, jetzt bohrt einer hier im Haus, Alter. Ich hoffe, man hört das in der Aufnahme nicht. Jetzt sind wir jetzt wieder stundenlang ein Schmaus und ein Graus, gleichzeitig dieses wunderbare Bohrgeräusch rauszuhauen. Okay, hätte ich gut bremsen müssen. Hier ein bisschen ausrollen lassen. Vollgas. So, hier wieder ein bisschen anbremsen. Vollgas und jetzt komm. So, wir haben noch eine Runde. Ah, schade, ich dachte, das ist nicht vorbei. Das dauert hier so ewig, ich habe das Zeitgefühl verloren. Okay, haben wir. Wow. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Läuft doch. Zu eng. Ah, keine Kurven schaffe. Glück gehabt. Jo, aber das war viel zu viel gedriftet. Da habe ich richtig Zeit dagelassen. Das war nicht gut. Das war nicht gut, Hawk. Gar nicht, Hawk. Das war kein Eismann. Kann ich hier ausrollen? Okay. Okay, schon mal. So, jetzt gib Gas. Komm. 10 Sekunden haben wir noch. Ich hoffe, ich schaff's. Boah, ganz souverän mit einem großen Vorsprung von 2 bis 3 Sekunden. 2 Sekunden. 2,2 Sekunden. Ja, jedenfalls, das klappt. Sprechen wir mal die Wiederholung.
Okay, oh, hier, er schon wieder. Der räumt aber auch auf, muss man ihn mal lassen. Der räumt echt auf. Tja, das waren die ersten beiden Folgen von doch sehr viel längeren Folgen. Da könnt ihr euch ungefähr selber ausrechnen, wie viele Folgen noch kommen werden, wenn ich immer nur zwei aufnehme. Tja. Aber fangen wir gar nicht an, hier rum zu philosophieren. Wir werden morgen auf jeden Fall mal den Löwen wecken. Ich bin mal gespannt, was da auf uns wartet. Aber... nee, ich glaube, wir machen das so. Wir fahren jetzt nochmal zwei langsame Rennen. Doch, das machen wir. Komm, wir machen den Cup Club, den Cleo Cup, was immer dieser Pacific Drift hier ist. Aber danach geht es dann voll in die Vollen mit schnellen Autos. Ja, langsam und schnell geht's nochmal. Okay, wollen wir gar nicht mehr. Macht was Sinnvolles. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder Platz nimmt auf meinem Beifahrersitz. Ja, bringt mal Tee mit. Mein Hals ist trocken. In diesem Sinne, macht was Sinnvolles.